Hi, ich bin Laura und ich zeige euch heute einige frühlingshafte Kleider, die ihr perfekt in eurem Alltag oder auch zu verschiedenen Anlässen stylen könnt. Als besonderes Special haben wir heute einen Code für euch. Und zwar spart ihr auf jedes Kleid, das ihr heute shoppt, 15 Euro. Ich trage bereits das erste tolle frühlingshafte Kleid und das Kleid würde ich auf jeden Fall zum Beispiel zu einer Gartenparty anziehen. Es fließt super, es ist sehr angenehm zu tragen. Ich habe es hier mit einer etwas höheren Sandalette kombiniert und so bin ich auf jeden Fall für den Anlass, ja, gewappnet. Ich habe auch noch ein kürzeres Kleid für euch, was ich ebenfalls zu einer Gartenparty anziehen würde. Und das ziehe ich jetzt auch für euch an. So, das ist das etwas kürzere Kleid. Ich persönlich liebe es, Bein zu zeigen. Und ich finde, das Kleid fällt super toll, auch durch diese Raffung hier in der Taille. Ja, das perfekte Sommerkleid, würde ich sagen. Ich habe es jetzt hier mit einer hohen Sandalette kombiniert in Weiß. Und ich finde, das ist der perfekte Look. Ich habe aber auch noch ein tolles Kleid für euch, wenn ihr gerne auf Muster steht und den floralen Print toll findet. Und zwar dieses lange Kleid. Und das ziehe ich jetzt auch schnell für euch an. So, dieses Kleid eignet sich zum Beispiel perfekt für deinen eigenen Geburtstag oder auch wenn du auf eine Geburtstagsparty eingeladen bist. Ich finde, es fällt auch super leicht und ist für den Sommer einfach perfekt zu tragen. Hier auch wieder mit der hohen Sandalette. Aber ich kann mir auch gut das Kleid mit einem Sneaker vorstellen zum Beispiel. Was ich besonders toll an dem Kleid finde, ist auch der Ausschnitt. Es ist sehr minimal gehalten, aber gibt dem Ganzen ja, etwas Besonderes. Wir bleiben bei dem floralen Thema, aber ich hole jetzt nochmal eine etwas knallerige Farbe dazu. Und zwar dieses schöne Kleid. Bis gleich! Das ist doch mal ein Look, oder? Ich persönlich liebe dieses Kleid, ich finde die Farbe toll, es ist ein richtiger Eyecatcher. Und ich würde so auf eine Hochzeit gehen als Gast. Der Bläser rundet das Ganze nochmal ab, ihr seid angezogen. Ihr könnt es aber auch natürlich super ohne Bläser tragen und habt ein schönes Kleid. Ich habe aber auch noch eine tolle Alternative für euch und zwar in der Trendfarbe Rot und das zeige ich euch jetzt. Das ist zum Beispiel das perfekte Outfit für eine Date Night. Ich finde das Outfit super toll, es ist angezogen und mit dem Heel auch super schick kombiniert. Du kannst natürlich den Blazer auch ausziehen und mit dem Kleid losgehen. Ich habe für euch aber auch noch in diesem Print ein etwas längeres Kleid und das zeige ich euch jetzt. So, das ist mein nächster Look für euch und das Kleid würde ich zum Beispiel auch perfekt zur Hochzeit anziehen, wenn ihr eingeladen seid. Das fällt super leicht, ist aber sehr elegant, hat auch hier einen kleinen Ausschnitt, was ich super schön finde. Ich habe es jetzt auch mit weißen Heels kombiniert, weil es einfach ja, sehr schick aussieht. Ich habe aber auch noch zwei weitere Alternativen für euch, die ich euch gerne zeigen möchte. Und einmal ein Kleid mit Ärmeln und ein etwas kürzeres Kleid. Und das ziehe ich jetzt für euch an. Ich habe euch jetzt einige Kleider gezeigt, die ihr perfekt als Gast zur Hochzeit tragen könnt. Aber vielleicht heiratest du ja bald und benötigst noch für die standesamtliche Hochzeit ein Kleid. Und da ist das die perfekte Wahl. Ich finde, das Kleid fällt super und durch die Baumwollspitze sieht es sehr edel aus. Besonders gut gefallen mir auch die Ärmel, die so ein bisschen, ja, ballonartig fallen. So, dieses Kleid ist perfekt, wenn ihr zum Beispiel mit Freunden zum Brunch verabredet seid. Ich finde, das fällt ziemlich leicht und locker. Und ihr könnt es hinten auch zuknoten, was dann nochmal eure Taille schön betont. Die Ärmel sind wieder ballonähnlich gestaltet, was dem Ganzen aber auch nochmal einen schönen ja, Touch gibt. Ich zeige euch als nächstes noch ein paar Kleider, die ihr sowohl tagsüber als auch abends tragen könnt. Und starte mit dem ersten langen in Schwarz.
Dieses Plissé-Kleid ist eins meiner absoluten Lieblinge und lässt sich super angenehm tragen. Ihr könnt es tagsüber oder auch zu einer Date-Night abends tragen. Ich habe es jetzt hier noch mit einer transparenten Bluse kombiniert, was den ganzen Look nochmal abrundet. Ebenfalls mit einem Heel, so seid ihr perfekt für eure Date-Night dann auch ausgestattet. Ich ziehe den Blouson auch gerne noch einmal für euch aus, damit ihr sehen könnt, wie schön das Kleid fällt. Unten sieht man so ein bisschen das Transparente, aber durch das Unterkleid ist da wirklich nichts hindurchzuschauen. Und das Ganze haben wir auch noch in Rot und das zeige ich euch jetzt. Das ist ebenfalls ein Kleid, was ich tagsüber sowohl auch abends tragen würde. Ich finde das Kleid ganz cool, vor allem der Ausschnitt ist so ein bisschen kastiger. Und ich habe es hier mit einer Sandalette kombiniert, also ganz leger und wird auch so durch die Stadt gehen. Ihr könnt es natürlich abends auch mit einem Heel schön aufpimpen und ihr seid, ja, good to go. Ich zeige euch aber nochmal eine Alternative in Schwarz, die ich auch sehr schön finde. Und zwar dieses Kleid. Dieses Kleid würde ich auch super gerne tragen, um mit meinen Freundinnen in die Stadt zu gehen, aber auch abends auf dem Cocktail würde ich es anziehen. Da könnt ihr natürlich wieder beim Schuh variieren, was ihr tragen möchtet. Das Kleid hat einen langen Arm und ich finde es super schön mit der Spitze, die hier verarbeitet ist. Und ja, ich fühle mich auf jeden Fall richtig wohl in dem Kleid. Ich habe noch einen letzten Look für euch. Und zwar dieses T-Shirt-Kleid aus Leinen, was ich euch jetzt so stylen werde, dass ihr es perfekt ins Office tragen könnt. Das wäre zum Beispiel mein perfekter Look fürs Office. Das Kleid ist ziemlich schlicht, aber durch die Jacke und die Tasche nochmal aufgepimpt. Vor allem die Schuhe dazu finde ich super und ja, so würde ich auf jeden Fall ins Büro gehen. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr habt ein paar Kleider gefunden, die ihr shoppen könnt. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und wir sehen uns bald.